Als nächstes jetzt Roland Meister von der MLPD, da ist er. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Roland Meister von der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands. Die Solidarität mit dem gerechten Widerstand des palästinensischen Volkes und den gefangenen Friedensaktivisten und der Protest gegen diesen zionistischen Staatsterror hat seit dem 31. Mai Hunderttausende von Menschen auf der ganzen Welt bewegt, in der Solidarität mit diesem mutigen Akt der Friedensaktivisten und in der Verurteilung des Staatsterrors ausgehend von israelischen Spezialstreitkräften. Man muss und kann es nur nicht oft genug betonen, dass hier ein offener Bruch internationalen Völkerrechts stattgefunden haben, Schiffe im internationalen Gewässer sich befanden und in einem Akt der Piraterie diese Schiffe angegriffen worden sind. Es ist zynisch und eine Unverschämtheit und eine Verdrehung der Tatsachen, wenn jetzt vom israelischen Regime das Ganze so dargestellt wird, als ob die Provokation von den Friedensaktivisten ausging. Ich habe hohen Respekt vor diesen mutigen Menschen, aber ich habe auch hohen Respekt vor der Friedensbewegung in Israel selbst. Aus den Nachrichten, die wir auch täglich bekommen, geht hervor, dass auch dort gemeinsam von Juden und Arabern Proteste gegen diesen Staatsterror der israelischen Regierung stattfinden, gegen Unterdrückung und Repression dieser Proteste und dieses Widerstandes auch im eigenen Land. Wenn wir heute der Opfer gedenken und gegen diesen Staatsterror protestieren, meine ich, dass wir auch ausdrücklich unsere Solidarität mit der Friedensbewegung in Israel selbst, mit diesem gerechten Widerstand zum Ausdruck bringen müssen. Was mich aber auch stört, ist letztlich die Verlogenheit der Bundesregierung, die einmal natürlich angesichts der internationalen Proteste auch Worte des Bedauerns findet, aber gleichzeitig in diesen Tagen beschlossen hat, den Einsatz deutscher Truppen vor den Küsten Libanons zu verlängern. Ich finde, die Solidarität und der Protest gegen diesen Staatsterror muss auch damit verbunden sein, den sofortigen Rückzug deutscher Truppen aus dem Ausland vor den Küsten des Libanons und des Gazastreifens, aber auch aus Afghanistan zu fordern. Diese verlogene Politik setzt sich aber auch nach innen fort. Als ich jung war, Anfang der 70er Jahre, war eine meiner ersten politischen Aktionen die Solidarität mit dem palästinensischen Volk gegen das Verbot zweier palästinensischer Organisationen, der Generalunion palästinensischer Arbeiter und palästinensischer Studenten. Und diese Duldung und Unterstützung des reaktionären Regimes setzt sich ja bis heute fort, was wir nicht zuletzt an den andauernden Waffenlieferungen finden, weswegen ich es sehr gut finde, dass man meinen Vorrednerinnen und Vorrednern gefordert worden ist, den sofortigen Stopp von jeglicher militärischer Unterstützung, von jeglicher Waffenlieferung an das israelische Regime. Auf dem Transparent hier steht für einen gerechten Frieden im Nahen Osten. Was ist die erste Vorbedingung dafür? Die erste Vorbedingung muss doch sein, dass diese Besatzungspolitik Israels gegenüber dem palästinensischen Volk, diese Blockade des Gazastreifens unverzüglich beendet wird. Und wenn es einen gerechten Frieden geben soll, dann muss das unserer Ansicht nach damit verbunden sein, die Solidarität mit diesem gerechten Freiheitskampf des palästinensischen Volkes auszuüben. Ich habe kürzlich einen Spruch gelesen, da stand drauf: Wenn Armut, Hunger und Krieg Gesetz sind, dann ist Rebellion gerechtfertigt. Meiner Ansicht nach bedeutet der Protest gegen diesen Staatsterror gleichzeitig auch die Solidarität mit dem gerechten Widerstand des palästinensischen Volkes. In diesem Sinne bedanke ich mich, hier heute sprechen zu dürfen. Gerne, bitte.
danke auch für die Unterstützung von euch. Und ergänzend dazu den palästinensischen Widerstand etwas differenzierend aus dem neuen Deutschland von gestern. Ein UN-Repräsentant hat Angriffe der Hamas auf internationale Hilfsorganisationen im Gazastreifen scharf kritisiert. Der Sondergesandte der UNO, Sherry, sagte: Ich bin zutiefst besorgt über die Berichte. Es seien Einrichtungen geschlossen worden und Dokumente und Ausrüstung konfisziert worden. Auch das ist eine Angelegenheit, die für uns bedenklich ist.